Nächster Redner ist David Stöckmüller, ein grüner Abgeordneter aus Ried-im-Innkreis. Wertes Präsidium, sehr geehrter Herr Minister, Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, wir stocken heute mit diesem Gesetzespaket, mit diesen zwei Gesetzen auch einerseits den Anerkennungsfonds des freiwilligen Engagements um 600.000 Euro auch auf. Das ist wichtig und auch richtig. Wir sind mitten in der Corona-Krise und Ehrenamtliche und Freiwillige arbeiten haben einen noch viel höheren Stellenwert auch in unserer Gesellschaft bekommen. Und jetzt möchte ich schon noch ganz kurz auf meine Vorrednerin, auf die Belakovic-Jene weihen. Ich würde ja schon sagen, mit der Präsentation, was Sie heute machen, ja, von der Aluhut-Fraktion hier zu reden, ja schon fast, was Sie hier leisten, eingehen und auch ausführen. Wir reden für eine Aufstockung eines Fonds, der für ehrenamtliche Engagement aufgestockt wird. Und wenn Sie jetzt sagen, da können Sie schon reinschreien, Frau Jenewein, wenn Sie jetzt sagen, ja, das Rote Kreuz bekommt das ganze Geld und wie schlimm das nicht ist, was einfach nicht stimmt, das stimmt ja nicht, dann sage ich Ihnen auch einmal eines, das Rote Kreuz ist die einzige Rettungsorganisation Österreichs, die fast bundesweit den Rettungsdienst stellt, die bundesweit den Katastrophendienst auch zur Verfügung stellt, die neben der Freiwilligen Feuerwehr genau diese Serviceleitung sicherstellt, die ein engnetziges Netzwerk an Ehrenamtlichen zur Verfügung stellt. Das ist großartig, die Menschen, die sich hier sozial engagieren, ja, die freiwillig auf ihre Freizeit verzichten und zu einer Organisation geht. Und die hauen sie jetzt, und da nehme ich auch die SPÖ ein bisschen mit in den Topf, die hauen sie jetzt in einen Topf, nämlich mit denen in einen Topf von dubiosen Vorgängen. Das haben sich die Ehrenamtlichen, die sich hier freiwillig engagieren, nicht verdient, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nein, das haben sie nicht. Und ich bin froh darüber, dass wir ein Rotes Kreuz haben, die diese App, die unbedenklich ist, die was immer wieder genannt wird, dass sie unbedenklich ist, ja, dass das Rote Kreuz hier mithilft und diese auch unterstützt. Das ist großartig und wichtig. Und hier ganz ehrlich schämen Sie sich auch, wenn Sie dieses Gesetz schlecht reden. Ja, hier geht es, dass Mittelaufstockung zugunsten von freiwilligen Organisationen stattfinden, von Trägern von Freiwilligendiensten, für deren finanzielle Unterstützung sollen. Lesen Sie das Gesetz. Da geht es um Auslandszivildienst und für Trägerorganisationen, die freiwilliges Engagement auch möglichen. Freiwilliges soziales Jahr ist hier ein Thema. Das sind viele Organisationen. Umweltjahr, das sind die Trägerorganisationen. Da steht alles in dem Gesetz drinnen, wenn Sie es durchlesen würden. Und das ist auch gut und wichtig. Es geht auch um junge Menschen, die eben ein freiwilliges Umweltjahr machen oder auch Trägerorganisationen für den Auslandszivildienst. Und die aufgrund der Covid-19 jetzt auch junge Menschen, auch gerade im Auslandszivildienst, junge Menschen nach Hause bringen müssen. Zum Beispiel in Auslandsdienste, ja, Friedensdienste. Und jetzt ist es natürlich schon ein bisschen überrascht, was wir von Ihrer Fraktion haben. Bei der FPÖ, glaube ich, ist ja ganz was anderes dahinter. Da ist wahrscheinlich die ideologische Ablehnung von der Frau Belakovic-Jenewein eher dahinter. Weil wenn wir von Auslandszivildiener irgendwie reden, ja, die ihren Dienst ja auch irgendwo im sozialen Dienst, auch irgendwo in den KZ-Gedenkstätten stattfinden oder am Memorial für jüdische Opfer der Soha, dann ist es vielleicht eher die ideologische Blockhaltung der FPÖ als das, dass man diesen Freiwilligendienst, diese jungen Menschen auch fördert und unterstützt. Also das ist ihnen eher ein Dorn im Auge als das Rote Kreuz. Und deswegen hier von unserer Seite, wir stehen ganz klar zur Aufwertung des Auslandsdienstes und des Auslandszivildienstes. Das werden wir sicher nicht abdrehen lassen. Und da werden wir auch weiterhin unterstützen, dass diese Trägerorganisationen bestmöglich mit finanziellen Mitteln über diese Krise auch kommen. Daher die vollste Unterstützung. Danke, Rudi, für dieses Gesetz. Vielen Dank.